Okay, wir machen weiter mit Devil May Cry. Wie man auf dem Pausebildschirm sieht, sind wir kurz vom Bossfight, vom ersten und kriegen gleich übelst das Maul. Hoffentlich nicht, ja. Das ist der erste Bossfight Gegen was gegen auch den immer. Jägerdämon. Genau. Der ist relativ einfach, wie es für erste Bossfight üblich ist. Ja gut, aber der Schwierigkeitsgrad steigert sich nicht so alt bei den Bossfights bis halt am Ende. Das ist nicht von ohne. Ja. Ja, der ist hässlich, ja. Ziemlich, genau, das würde man sagen, ziemlich hässlich Biest vor allem, das ist der Hauptmerkmal. Genauso wie fast alle Bossgegner, die sind alle irgendwie richtig eklig und bis abartig. Auf den letzten. Oh. Bis auf den letzten und den letzten. Das ist Bob. Achso, Bob, natürlich. Bob. Ja. Wir sollten unseren Kumpel George nochmal erwähnen. Genau, George hat auch einen Kanal auf YouTube. Genau, das ist. Hans Hansen. Richtig, wir werden ihn in der Beschreibung verlinken. Der hat ja, vor allem COD eigentlich, aber auch immer wieder so ganz coole Sachen, die uns gerade einfallen. Ja. Er hat mit Blender, also mit einem 3D-Animationsprogramm ganz viel drauf. Aber jetzt gucken wir erstmal, was der Typ mit uns anstellen will. Und nochmal zu Gott. Ich habe von ihm COD-Material bekommen, das habe ich zu einer Montage zusammengeschnitten und das. Mal gucken, das werde ich heute noch planen oder demnächst. Ja, irgendwann. Ich werde es ja dann merken. Das hier ist der. Vergesst nicht, das stört mich noch. Wenn ich mir das Tank mal gesehen habe, oder? Kann man sich auch ein Go aufregen? Der hat Käfer. So ein Rucksack ist ein Rucksack. In Form eines Käfiges. Richtiges. Käfiges. Kommt durch. In your face, motherfucker. Ja, ne, Zuschauer. Ist das nicht egal? Ich hab nicht gesagt, dass das egal ist, Tom. Das ist uns egal. Cool. Außerdem haben wir, glaube ich, bei YouTube eine Altersgrenze von Alkoholgeschmack angegeben. Stimmt, wir haben eine alkoholbestimmte Altersgrenze. Ja. Je nachdem, wie zu ihr seid, könnt ihr das Video gucken oder auch nicht. Ihr müsst sehr zu sein, um es gucken zu dürfen. Ja, vor allem, damit YouTube das weiß, müsst ihr vorher in den Bildschirm blasen. Ja, das funktioniert jetzt auch. Dank der Xbox One-Technik, genau. Sehr Multifunktionsgerät. Und ja, der voll coole Messer. Der hat ja viel Ziel getreu, das geile Premium-Messer. Jo. Das ist besser als das Teppichmesser auf der Straße. Dann nimmt er den Cutter. Das ist wirklich so ein Teppichmesser, ey. Naja, Devil May Cry. Bitte, wir sind ja immer noch. Wow. Was macht er jetzt? Komm, komm, den Spezi hier. Den Spezi nicht. Ich hau ihm dabei mehr aufs Maul als er mir. So viel dazu. So wie so ein Thema, genau. Ich glaube, das kannst du nur parieren, wenn es schräg ist. Warum ist es da nicht schräg? Hoffentlich gleich schräg wird, aber. Da hat er gelernt. Gut! Jo, das hat gereicht. Boah, es hat noch Leben. Das wäre jetzt sehr krass und korrekt. So, hätten wir die Untertitel nicht an, würde man den Kackspaß nicht verstehen. Das ist bei allen Gegnern so. Ja, das stimmt. Er hat mindestens 80 Zähne. Der Zahnarzt ist bestimmt reich. Und er ist blind, sein Augenarzt ist arm. Und sein schöner Chirurg ist jetzt auch arm nach der Klage. Und seine Versicherung ist vor allem arm. Ja. Und seine Familie wegen der Beerdigung. Haben Dämonenfamilie? Ich weiß es Dämonenmama, Dämonenpapa. Ja, zumindest vögelt Mundus seine Dämonenfrau. Richtig. Das war ein Spoiler, Mann. Ja, die haben ja schon gesagt, dass der dritte Boss gegen der Bob ist. Gut, das versteht man ja nicht, weil es ja nicht mehr Bob ist. Wir wissen nicht mehr, wo Nuss ist. Stimmt. So, das waren wir. Alles, ja. Das ist jetzt im Real Life. Im Real Life, ja. Also im Real Life dieses Spiels. Das war jetzt wie auch immer. Komischer Satz. Im Real Life von der virtuellen Welt. Ja, genau. Im virtuellen Real Life. Ja, so kann man das. Second Life. Second Life. Das müssen wir mal jetzt planen. Oh Gott, ey. Oh Gott. Nee.
Dann haben wir doch mehr Videos als Gronkh. Are you okay, Dante? You know my name. My boss knows you. He wants to meet. Please? Ich hoffe, das sieht jetzt nicht mehr eine VRT-Lehrerin. Wir sollten eine VRT eine Stadt bauen, das sollen wir Minecraft benutzen und haben uns einfach einen Gronkh mit runtergeladen. Ihr habt im VRT die Aufgabe, euch in Minecraft eine Minecraft-Stadt zu bauen? Ja, sie hat gesagt, wir sollen uns eine Stadt bauen. Egal wie. Und wir haben gesagt, wir nehmen Minecraft und haben einfach irgendeine Gronkh-Map oder irgendeine andere Map runtergeladen. Ich glaube, es war Vector City. Mensch, wenn deine VRT-Lehrerin das sieht, Tom, dann hast du aber ein ganz schön großes Problem. Naja, sie meinte zu uns, komm, wir gucken uns das an. Haben wir uns das angeguckt, dann meinte sie übrigens, das ist Bob. Steht da eh gleich. Ja. Meinte sie dann halt zu uns, ja, cool. 3. Oder? 10 Punkte ist, glaube ich, ein 2 sogar. 10 Punkte ist ein 2 minus, ja. Ja, okay. Gut. Na, für nichts tun ist. Übrigens, Mundus und seine Frau. Er ist auch blind auf einem Auge und hat auch irgendwas in der Fresse. 3 Punkte auf der Stirn. Klar, das sind deine 3 Level, Bändigungs-Auswertungsbildschirm-Ding. Genau. Triple S-Style-Points. Time war auch gut. Completion war. Was bringt einem eigentlich. Wo ist eigentlich die letzte Seele? Was bringt einem eigentlich diese Final Score-Kacke? Nichts. Punkte. Achso, Erfahrungspunkte. Ja. Für Freischaltungen. Kannst du schon wieder andere Sachen freischalten? Du hast 10 Punkte. Ja, ich habe alles freigeschaltet, was ich brauche. Achso, schalte den restlichen Scheiß frei. Die restlichen Waffen benutze ich nicht. Okay, na gut, nächste Mission. Hast du eigentlich die Cutscene davor übersprungen? Nee, ne? Welche Cutscene? Achso, okay. Königscutscene, die kommt ja jetzt erst. Achso, genau die. No, jetzt kommen Sachen. Die will niemand sehen. Aber ihr müsst es trotzdem sehen. Ja. Weil wir das wollen. Boah, sieht fast so gut wie Forza. Sieht besser aus als Forza 5, ey. Nee. Stimmt. Das war eine glatte Lüge und dafür brennst du im Heulenfeuer. Im Heulenfeuer. Im Wollenfeuer. Genau. Nee, weil wir haben nicht vorhin Forza 5. Die gefährlichen Wollfeuer. Ja. Einstein, wir haben nämlich vorher Forza 5 gespielt auf der Xbox One, der Bootball von uns. Richtig. Und das sieht geil aus. So ist das. FaceTime! Doch, die sind jetzt auf Facebook. Ob es Dante auf Facebook gibt? So als fiktive oder als Person ist. Ja, die wird auch von Dante selbst geleitet, die Zeit. Von Slenderman mit ohne Seite Person ist offensichtlich. Person. Ja. Ja, gut, Slenderman ist echt, aber. Okay, die Aussage ist dumm. Ja, das ist jetzt so eine Art Hauptquartier auf Doom. Von dem da. Wollen wir spoilern? Nein. Auf jeden Fall hat er einen Gehstock als Schwert. Oder ein Schwert als Gehstock. Ich würde sagen, sowohl als auch. Ja. Wo der Griff von dem Schwert halb so lang wie das Schwert. Dante. It really is you. Und in Deutschen ist die Synchronstimme dieselbe Stimme, die bei Galileo Big Pictures die ganze Scheiße kommentiert. Sehr schön. Ja. Hat der Tom alles weiß. Ja, ich guck eindeutig zu viel Galileo Big Pictures. Ja, das ist ein Fehler. Überhaupt Galileo zu gucken, ist ein Fehler. Das heißt, wir haben berühmte Wissenschaftler, die wissen alles. Mann, die labern bei Galileo nur Scheiße die ganze Zeit. Irgendeiner halbgaren Mist, der wissenschaftlich klingt. Letztens, das ist ja eine Wissenssendung für Dumme. Für Jugendliche, naja gut, für Kinder. Letztens haben sie einen Bericht über die Herstellung von Sextoys in Asien gebracht. Oh. Ich glaube, den gehen ohne mit Themen aus. Your past has been hidden from you for a reason. Rewind a bit. Who are you again? My name is Virgil. I established the order to help find a way to fight the demons. Besides swords and bullets, you mean? Das ist Weigel. Such weapons can win battles, not the war. Weigel? We use force, yes. Virgil. Politics, propaganda. Auf jeden Fall da irgendwie was Cooles. Make a dent. Ich finde sie mit Kapuze eigentlich ganz okay, aber wenn sie dann später die Kapuze macht, dann sieht sie so geknackt aus. So that's what this is about. You need me to fight the demons to help you save the world. What else were you planning on doing? Find eigentlich sieht das so beknackt aus. You guys do seem really nice, but more of a loner type. Wieso geht auch? Trust issues, work alone, that kind of thing. Dante, I don't think you understand what it's. Oberhalb der Schultern, Tom.
Ja, gut. Nein, das tut er nicht. Ich weiß, auf die Höhe kommst du nicht, gar nicht erst, aber... Not just for yourself, but for könntest du sagen über Sachen wie Schwanzgrößen, aber ich lasse es lieber. Please give me a chance to show you. Naja, ich glaube, nach dem Comic haben wir 80 Likes mehr. Who you really are. 80 Likes mehr. Nicht. Wie viel hatten wir vorher? Null. Richtig. So. Auf ins Party! Woo! Falls das Mikro zerstört hat, ist sinnlos, was ich gerade sage, dann hört man das nicht mehr. Naja. Auf jeden Fall, ich finde dieses Auto so krass. Ich will es nicht haben. Ja, es hat bloß einen Nachteil. Es ist hässlich. Ich sag doch, ich will es nicht haben. Der Hut ist auch ein bisschen hässlich. Den hätten sie voll weglassen können. Oder wenigstens einen schönen Hut machen können. This was your home. I don't remember it. You will. Ob sich irgendein Entwickler mal die Spiele macht, genau die Mühe macht, beim Spiel jedes Haar einzeln zu machen? Dass sie dann so im Wind flattern? Wahrscheinlich muss das früher oder später irgendwer tun. Einzelne Haare. Ja. Das fand doch ein bisschen übertrieben, aber... Ich meine, gut, bei Far Cry 3 sieht schon geil aus. Ja, aber Far Cry 3 ist auch von einem riesigen Publisher. Ja. Ich will jetzt einfach seit Minuten nur Cutscenes angucken. Ja, gucken Sie knapp. 7 Minuten Cutscenes. Go ahead. The house holds secrets. I found mine. Now it's your turn. Hell, I get. Entschuldigung. Just be careful. Der Jonas, der hat Schnupfen. I like it. Boom! Back in limbo. Is this really going to work? He doesn't seem to care. He's raw. Just like you were when I first found you. Okay, ich nehme alles zurück, was ich über Schönheit gesagt habe. Boom, back in the box. YOLO! Kannst du denn überhaupt einen Boss gegen einen, ne? Nö. Nö. Gibt nur eine riesige hässliche Statue, die man befreien muss. Oh yeah, bitches. Boss is back in town. Reflect Step. Hast du gerade ernsthaft eine Framerate von 14? Oh, das könnte sein. Naja. Oh, meine alte Bude! Home sweet home! So, this is my home. Well, ja, ein bisschen kaputt. Gross. Ja, man kann das Spiel auch ziemlich verunschandeln. Verunschandeln, ja, Tom. Mhm. Man kann auch die Sprache ziemlich verunschandeln. Das heißt verunschandeln. Hast du gar nichts? Dann hat er gerade was gesagt. Ich glaube, hier muss ich nicht lang. Nee, eigentlich musst du da lang. Ich geh mal hier lang. Nee, von da kommen wir dann später. Ah, ja. Also gehst du jetzt wieder da lang, da hoch. Gut, das verlange ich mir gespielt, ich auch nicht. Dann gehst du jetzt die Treppe hoch und da oben dann rechts. Was der Tom alles weiß. Ja. Gehst du rechts? Gehst du geradeaus? Glaub ich. Spinnies! Also erst schieße ich Spinnies ab, nicht. So, dann gehst du wieder raus, dann gehst du links. Ich geh einfach erstmal geradeaus. Hm, okay. Könnte richtig sein. Ist es aber. Dafür, dass du das Spiel schon dreimal durchgespielt hast? Zweimal. Oder du gehst einfach die Kacktreppe da drüben hoch. Und gehst dann rechts. Ja, da ist noch eine hässliche Statue. So eine Safe-Statue, Mistviech, Ding, Boom, Bats, Ding, Kackviech. Schön. Whatever. Boah, das hätte ich jetzt erst auf whatever gesagt, oder?
over and he was like, seriously? And ja. Dafür kann man sich auch entschuldigen. Whatever ist auch so ein richtig. Scheiß Lied, ja. Ja, das auch. Schön. Okay, jetzt haben wir schon wieder 8 Comments. Oh, ihr Crow-Hasser! Ich mag Crow nicht, ja, ich stehe dazu. Das ist echt klar. Ich habe gesagt, ich höre Kombi-Christ und dann ist doch klar, ich mag Crow nicht. Das ist voll die Altbacken-Einrichtung. Ja, hätte das erwartet bei dem Haus. Nee, das ist schon einfach so ein Haus mit einer richtig krassen neuen Einrichtung. Mit so einem 170 Zoll Flachbildfernseher. Ja, 170 Zoll, nicht Zentimeter. 170 Zoll. Der halt ganze Wand. Sparta. Mein Dad. Man sieht nie das Gesicht des Vaters, oder? Nope. Great. Töten. Übrigens, das war gerade der Vater. Sparta. Wer? Der den Vater töten wollte? Nee, der auf dem Bild. Der heißt wirklich Sparta und nicht Sparta. 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 Und das bin Sparta. Gut. Und Jonas, wie war dein Jahr 2013? Sehr schön, Tom. Also ich muss wirklich sagen, dass mir alles gefallen hat, was ich in diesem Jahr erlebt habe. Verarschen, was man das gerade für eine Frage, ey. Was soll Gesprächsstoff reinbringen? Wir haben ja das Jahr 2013 auch gefallen. Ja, das ist sehr schön, Tom. Und das Beste in meinem Jahr war, dass ich meine Freundin kennengelernt habe. Genau, wie in dem Jahr davor. Wie in dem Jahr davor. Aber im Jahr davor habe ich nicht meine jetzige Freundin kennengelernt. Nee. Aber seine damalige Freundin. Psst. Mit der war ich. Warum reden wir denn über deine Freundin? Was ist denn das für ein krankes Video, ey? Keine Ahnung. Ja. Ja, nein, okay. Ich kann mich damit nicht wissen. Ich bin mir voll bewusst. Jahr 2013. Review! Nein, komm. Nein. Was war denn dein Lieblingsspiel 2013? Mein Lieblingsspiel, was 2013 rausgekommen ist, genau. Oder was 2013 gespielt hat? 2013 rausgekommen. Das hätte ich, glaube ich, Mass Effect 3 gesagt. Oder Skyrim. Das würde ich jetzt aussagen, aber es kam nicht so gut. Skyrim kann man echt nicht. Ja. In 2 Jahren, immer so geil. Also, das ist ein Buchband auch immer raus und ist immer geil. Ja. Naja, wie steht 2013? Ja, was ist denn 2013 rausgekommen? Das einzige Spiel, was 2013 rausgekommen ist und was ich mir auch gekauft habe, war AC4. Ja, ich kann absolut kaum mit meiner Flüchtling 2013 raus? Nee. Und dann wahrscheinlich AC4. Mir fällt momentan auch nicht anders ein. Doch, außer Forza 5 und. Achso, ja, die Xbox One Game, stimmt. Ah. Also wir werden wahrscheinlich demnächst noch mehr über Konsolen reden, weil wir bis dato keine Konsole hatten, keine aktuelle. Ich hatte nur eine PS2 zu Hause stehen, in der ich keine gespielt hatte. Ich hab Gesicht in seinen Bauch. Ein Baby, das ist schwanger. Und das versucht sein Baby zu beschützen. Wie ein, das ist die Frage, Mutter oder Vater? Wenn es schwanger ist, wird es die Mutter sein. Oder der Vater? Ja, das, was da drin ist. Vater in sich. Trägt den Vater aus. Schwangerschaft. Inception. Schwangerschaft. Boah. Epic! Sparta! So, wir gehen zum Bild und dann. Ja. 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 Dann gucken wir uns noch kurz mal die Katzen an, gucken wir uns an, wie Hautkrebs bekommt. Hautkrebs. Boah, FTW. What? Ja, wenn ich Spiel nicht ganz ausmachen, können wir sowas von selbst machen. Ja, das ist übrigens Hibiter. Arbiter. Arbiter, schön. Kann man nicht machen. Jago. Na, Hunde. Na gut. Nächste Folge. Oder? Na dann. Ja. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Habt noch viel Spaß auf YouTube. Ciao.